Prachtwiderhorn. Prachtwiderleder. Was haben wir da? Ach, nur noch mehr Blutstein. Und auch hier gibt es wieder Okulare. Böse, böse Schemen. Aber ich glaube, der Dämon des Zornes ist der, den ich ordentlich anlöschen will. Nur ein bisschen Gift draufsprühen. Warum nimmt er keine Tränke? Verstehe ich einfach nicht. Wir brennen übrigens. Das ist unangenehm. Ich wollte deswegen mal auch einen Trank nehmen. Nerviger Schemen. Nimm mehr Schaden. So. Komm, ich will mich mal aufgeben lassen. Wow. Mann, ist hier. Aua. Mann, ist hier. Hier, nimm ganz viele. Dein Steinchen. Ihr verfolgt mich nicht nochmal. Und Schuss Dämon des Zorns. Ach, verdammt. Schon wieder sein Schutz da genommen. Ups. Ja, sehr viel Damage gemacht. Leider mache ich so viel Damage an meinen Gruppenmitgliedern. Ja, komm. Das war sehr anstrengend. Ich will die Energie des Risses stören, aber ich liege erstmal einen Moment auf dem Boden. Oh, man kriegt nämlich alle hübsch Damage und sind kurz betäubt. Also nicht ihre dämlichen Dinger hier aufmachen. So, jetzt kann ich ihn schließen. Dämlichen Barrieren oder was auch immer das ist, was sie da aufmachen. So. Was war's mit dem Riss? Zack. Ring des verbesserten mächtigen Schlags. Und eine mächtige Geistessenz. Und hier, was auch immer das ist, eine Höhle. Mit ziemlich großen Skeletten. Was ist denn hier vorgefallen? Sieht man hier irgendwas? Ha. Vielleicht kann ich ja hier raufspringen und von da besser was sehen. Scheint aber nichts Besonderes zu sein. Einfach nur eine kleine Höhle, wo man reinlaufen kann. Naja, ästhetisch ist ja auch ganz hübsch. Es muss ja nicht immer einen Nutzen haben. Hey, Obsidian. Das ist doch das, was so selten ist, das Zeug. Onyx war das, was nicht so selten ist. So, wie komme ich jetzt hier hoch zum Okular? Wahrscheinlich von hier und dann hier rüber. Ja. So funktioniert es. Und zack. So, eins haben wir schon mal. Zwei, drei, vier. 5, 6 und 7. Das war's. Und hier gibt's insgesamt nur in den Gräbern nur 13 Stück. Ist ja nicht besonders viel. Alle hier in der Umgebung. Ja, aber nach Scherben suche ich jetzt nicht wieder speziell. Wir müssen ganz schön weit gehen, um. Wow, das ist echt ein Riesengebiet. Okay. Also als nächstes. Weil das auf dem Weg ist, gehe ich mal zu der Scherbe. Wieder mit meinem Intarnfarben sozusagen, fast schon. Ja! Gezeichneten Reittier. Ich meine, dieses Blau und Hellgrün, das passt schon so ein bisschen. Passt auch hier zu den anderen Tieren, die hier so rumlaufen. Also es ist schon nicht unpassend. So, und hier muss irgendwo eine Scherbe sein. Ist da eine? Ja. Schade, dass man sie so nicht einsammeln kann. Ich meine, es ergibt keinen Sinn, wenn man sie so einsammeln könnte, aber es wäre einfach etwas schneller. Ja, ja. So, achso, nächste Stelle markieren. Sonnenaufgang. Vorsonnenaufgang, natürlich. Okay, da gleich zwei Sachen auf einmal sind, gehe ich da zuerst hin. Wenn es von hier aus direkt möglich ist, ansonsten nicht. Und gleich darf ich wieder absteigen. Zack. Immer schön links absteigen. Plöck.
Andrastes Versprechen. Wenn ihr Gesang in allen Ecken der Welt erklingt, wird der Erbauer zu uns zurückkehren. Wir sind seiner Rückkehr einen Tag näher. So. Ja! Das macht auch sehr komische Geräusche. Oh, guck mal. Was ist hier? Schön stehen bleiben. Es funktioniert leider nicht. Ich will immer nach hinten steuern und dann wendet er sozusagen. Der Wegweiser. Die Historiker konnten bislang nicht zweifelsfrei klären, wen die geheimnisvolle, verhüllte Statue darstellen soll. Ist ganz schön gigantisch, diese Statue. Und überhaupt nicht so grün, wie man annehmen müsste. Ja! Eine Statue, die eigentlich nicht gepflegt wird. Wow, wow. Ja, Hallöchen. Ich find's gut, dass ihr mich bis gerade eben ignoriert habt. Das werdet ihr jetzt leider mit eurem Leben bezahlen müssen. Dieser Effekthagel auf den. Oh! Wurde geblinzt, Dings. Ach, komm mal. Damn. Schild. Schildkämpfer gegen Schildkämpfer. Das kann lange dauern. Vielleicht sollte ich mal hinter ihn gehen und dann. Taktik umbringen. Zack. Der Krieger muss sterben! Da ist er gerade gestorben, als er das noch gesagt hat. Plonk, plonk. Gibt's noch was zu plündern? So. Mehr Ringsamt. Können wir kurz aufsteigen. Was war's? Inquisitor, genau. Zusammenarbeit. Zusätzlichen Fokus. Gut. Und von hier aus können wir anscheinend nur noch durch die Höhle durchkommen, wenn ich nicht einen riesigen Umweg gehen möchte. Oh, eine Viridiummine. Da müsste es sicherlich Eisenerz geben oder sowas. Klingenbereit. Hallöchen. Ich stehe zwar direkt vor dir, aber es klappt trotzdem. Nope. Nicht wegrennen, bleib ruhig hier. Oh, du bist ein bisschen weit weg. Schon wieder. Dann hol ich mir jemanden. Das geht auf. Zack. Einer weniger. Na, sag mal. Nicht immer irgendwo hinfliegen. Gibt's ja nicht. So. Eine gekritzelte Notiz. Ihr habt doch davon gehört, dass die Delisch-Eindringlinge gehängt haben. Die Leute sagen, sie hätten an den Bäumen gebaumelt oder sowas. Da kommt noch einer. Komm. Yeah. Zack, Glückwitzer. Oh, doch nicht. Aber ich bin dafür tot. Wie auch immer das gerade passiert ist. Ich habe wieder nicht aufgepasst, würde ich mal dazu sagen. Na? Achso, da drüben ist es zu plündern. Auf geht's. Hier erwartet uns wieder was. Oh. Gut, dass wir das zerstören können. Das mache ich auch sofort. Varric stimmt zu, wer hätte das erwartet? Und. Komm her, Scharfschütze. Dass die uns nicht bemerken, ist natürlich praktisch. Ah, ich wurde schon wieder geschockt von ihnen. Ich weiß nicht, die passen nicht genug auf die KI-Dinger. Also das müsste eigentlich Default-Einstellung sein, dass wir davon nicht getroffen werden können. Jetzt bin ich nämlich schon wieder drauf gegangen. Gerade während ich einen Trank nehmen wollte. Und komm. Na gut, machen wir halt. Boom. Verhöhnen die. Na, jetzt kann ich mich wieder aufheben lassen. Hat gut geklappt. Nervig. Warum werde ich eigentlich von den Blitzen getroffen? Nimm das. Schwester Cousteau. Okay. Ja, okay. Wenn Magie an einem Schild abprallt, dann wird es echt ein bisschen lächerlich, ne? So.
Und Barry. Komm. Yeah. Ach so, es ist auch wieder eine von denen, die sich nicht nehmen lässt. Nicht wegziehen lässt. Anscheinend doch. Das hat vielleicht vorher nicht geklappt, weil ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Okay. So, wieder in den Tod gestorben. So kann man das Problem natürlich auch lösen. Gefallene Schwester. Ha. Na gut, so. Stärkter Speerharnisch. Scheint gar nicht so schlecht zu sein. Ui, ein Seelenküsser. Ein einzigartiger Streitkolben. Gucken wir mal gleich nach. Der ist definitiv besser als ihr jetziger. Nicht besser als die Onyx-Fälle. Komm, sie kriegt den Seelenküsser. Oh, der küsst die Seele aber richtig doll. Der sieht böse aus. Gefällt mir. Ja, mit den tiefen Pilzen. Und sogar Sporen. Jetzt haben wir erst die Samen dafür erhalten. Was will Corypheus erreichen? Dorian, ihr müsst das doch wissen. Warum? Weil aus Tevinter kommt? Nun, ihr könnt euch besser als jeder andere hier in die Denkweise Tevinters hineinversetzen. Liebste Cassandra, Corypheus kommt aus einem Tevinter, das seit 1000 Jahren tot und begraben ist. Egal, welche nostalgische Vision er uns auftischt, sie hat kaum mit meinem Tevinter zu tun. Oder dem seiner Gefolgsleute, um ehrlich zu sein. Hm. Interessant, interessant. So, Lebenswächter, Kriegerrüstung, der Freischärler. Von Schwester Crusoe, Hugh. Ja, ich weiß, wie Duhaime über die Leute beim stummen Beobachter denkt. Aber er irrt sich. Die Flüchtlinge halten uns für Monster. Haben wir einen Fehler gemacht? Wie gesagt, es gibt keinen Grund, während der anderen Gruppe der Freikämpfer besorgt zu sein. Da wir in den Dales sind, will ich es mit den heidnischen Philosophen des... wird Atalan des Weg des Waldes sagen. Jeder Baum ist Teil von etwas Größerem. Es klingt irgendwie so, als wollte die den anderen gar nichts Böses und wir haben sie jetzt einfach trotzdem einfach mal weggehauen. Vielgeleiteter Chevalier. Begib dich zu Argons Gate. Ich nehme einfach mal die ganzen Harnische mit. Hä? Übler Verbrecher. Finde das Anwesen der Freikämpfer. Fangen, befreien wir erst zuletzt. Ihr habt ihn? Bitte, bitte öffnet die Tür. Ich halte es hier drin nicht eine Sekunde länger aus. Okay. Klick. Ich danke dem Erbauer. Und ich danke euch. Ist frei, aber die drei schon. Und zwar jetzt. Und jetzt gehen wir da rein und werden eingesperrt. Nee, nee. Aber hier ist das Viridium. Endlich. Zack. Dann hat die Mine endlich ihren Namen verdient. So. Na, hier rüber. Da lang. Reden die jetzt noch mit uns? Nee. Scheint zumindest nicht so. Dann gehen wir auch wieder. Und zwar... hier über dem Vorsonnenaufgang. Achso, ich muss jetzt eh erstmal zu irgendeinem Lager zurückgehen, sonst habe ich überhaupt keine Health mehr. Aber das nächste Lager ist hier unten. Und das andere ist hier. Naja, gut. Wir probieren es einfach mal. Vielleicht klappt es ja auch. Vielleicht ärgern mich die Gegner ja wieder nicht. So stark. Zack. Ja. So, ich denke mal hier rechts lang. Das ist der richtige Weg.